Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Es geht los, SDPL Season 3, Spieltag Nummer 1. Wir sind im Team mit LaForce, der ist natürlich mit dabei. Jo, guten Tag. Und wir müssen direkt gegen den guten Flobi ran. Das wird gleich mal ziemlich interessant. Interessantes Team haben wir gebaut. Pokepest kommt in die Beschreibung rein. Und dann, ja, sind wir gut vorbereitet? Eigentlich schon. Wir sind vorbereitet, sagen wir mal so. ja, drück mal A und dann guck mal, was er dabei hat. Je nachdem, was da kommt. Also, wie gesagt, die große Problematik ist einfach, dass wir erstmal scouten müssen, was die Hälfte der Mons macht. Ja. Er hat viele, viele Möglichkeiten. Stimmt, Victini, ziemlich scary. Ja, weil das Ding ist, er hat nur eine Boots zur Verfügung. Das heißt, wenn Tornadus keine Tarnstein-Damage bekommt, wird Victini entweder Scarf oder Bandit sein. Das kann man natürlich. Ja, das ist noch so, das ist noch so ein Ding. Also, einer von den beiden muss die Boots haben. Darauf können wir uns einstellen. Ja, er moderiert auch an. Deshalb haben wir jetzt die Ladezeit. Ja, da können wir die Leute unterhalten, das passt. nee, es ist schwierig. Also, ich sag ich so. Ich bin auch nicht ganz so zufrieden mit dem Teambuilding, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben auch ein schwieriges Matchup. Ja, das Team ist echt gut. Matchup, es gibt einige Mons, die halt extreme Probleme machen. Aber ich denke, wir könnten es ganz gut handeln, wenn wir es clever spielen. Ja, auf jeden Fall. Hier und da bräuchten wir vielleicht eine kleine Para, aber ja, ekelhaft. Aber eventuell. Ja, das ist Mons. Ist es halt so. So, jetzt warten wir 5 Minuten und dann kommt Disconnect. Und dann kommt Disconnect und dann. Nee, aber ich nehme an, er wird anmoderieren. Nicht, dass er wartet, bis ich ihm schreibe oder so, aber. Der Best Case wäre natürlich, wir leaden mit irgendwas, gehen in Decidueye, er leadet mit Victini und drückt Final Gambit. Dann hätten sich viele Probleme alleine erledigt. Aber auf Victini in Decidueye zu wechseln. Das ist Big Dick Energy, Alter. Das könnte schon. Ja, Lead schwierig auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen jetzt doch mal schreiben, ob er schon gedrückt hat, nicht dass er auf mich wartet. Ja. Oder Internet hat sich verabschiedet, kann natürlich auch sein. Nicht, dass er wartet. Hatte er schon im ZPL-Kampf Ladezeiten, Überbrückungstalk. War aber nicht so gut fürs Game am Ende. Ja, super, dass du jetzt damit um die Ecke kommst. Nee, ich meine, gewonnen habe ich trotzdem, aber halt die Differenz habe ich mir versaut. Ja, okay. Ja, Differenz, Differschmenz, sag ich immer. Die war für mich eh nicht wichtig. Zu dem Zeitpunkt. Eieiei, also mein Internet ist da. Also an dir wird's nicht liegen. Vielleicht hat er sehr viel zu erzählen. Das kann natürlich auch sein. Ah, jetzt sind wir da. Ah, guck mal da. Er hat Porygon dabei, Mad Lad. Was fehlt? Victini, das Caparaja, das Riffex ist nicht da. Das ist Trick Room Patinaraya. Meinst du? Mit Sicherheit. Fehlt uns was? Was fehlt uns? Gute Frage. Prim? Prim ist nicht dabei. Stimmt. Amigento ist nicht dabei. Sein Defogger wird Torn sein. Das heißt, da werden wahrscheinlich die Dings drauf liegen. Eigene Stealth Rocks sind entweder auf Patinaraja oder auf Crook. Ich sehe ein defensiveres Crook, glaube ich. Ja, ich auch.
Aber Scarf Kagama sieht hier wild aus, je nachdem was. Ja, könnte auch. Scarf Kagama kann laufen, ja, kann laufen. Auch auf Lead tatsächlich, wenn er defensives Crook ist, könnte er damit gut leaden. Natürlich Bikini Lead ist am Start. Da fehlt doch uns jetzt gerade die Kampfattacke ein bisschen auf Kagama. Ja, leider schon. Okay, wir müssen. Ich würde entweder dennoch Kagama oder hier Swampy. Machen wir Swampy, oder? Ich glaube, ja. Ich besser. Glaube ich auch. Dann behalten wir uns noch ein bisschen das Überraschungsmoment mit dem Scarf. Sehe ich auch so. Kangi. Okay, gehen wir rein. Bin mal gespannt, was da kommt. Jetzt. So, Swamp auf Lead. Welche Leads wären nicht gut für Swampert? Gibt's eigentlich kaum einen. Ja, verschiedene Scarfer, aber eigentlich dürften wir nicht First Turn verrecken. Nee, allein es sei schon nicht. Es sei denn, er ist sowas wie Specs wie Tiegel. Da ist okay. Tornadus. Das ist tatsächlich der problematischste Lead. Würde ich auch sagen, ja. Tornadus T. Okay, so. Wir haben schön viel Zeit auf jeden Fall. 20 Minuten. So, Hard. Wenn er... Hard Switch vielleicht, sonst geht unsere Beere gleich verloren und machen tun wir nichts dagegen. Wir können halt ins Slowking gehen, theoretisch. Wenn er natürlich ein Nasty Plot Set ist, haben wir ein Problem. Aber wie gesagt, eigentlich sollte er Defog sein. Wollen wir auf Slowking gehen? Ja, würde ich sagen. Ich glaube, ich am besten, ja. Ich denke, dass er für U-Turn geht. Glaube ich auch. Oder ja. Er revealed den Strauchler. Luftschnitt. Okay, das ist gut. Wie viel Damage macht das? 201 runter auf. Wir haben eine AV, das ist schon ziemlich guter Damage. Ja, ja. Oder? Das ist guter Damage. Warte, aber es ist vor allem nur ein Air Slash. Das ist gut. Air Slash. Wie viel Damage hat das genau gemacht? 37. Nee, das ist tatsächlich wenig. Also, das ist ein bisschen Spez Attack Investment. Okay. Aber nicht voll. Wollen wir mal. Oder? Er muss doch jetzt eigentlich in Crook gehen, oder? Kann sogar voll Spez Attack sein. Er geht doch jetzt in Crook, oder? Er wird raus U-Turn oder Knock-Off drücken, ja. Ich würde jetzt aufs Gold. Ich würde aufs Gold gehen. Sehe ich auch. Okay, er geht hart raus. Ist er gechoiced vielleicht? Okay, er schickt seinen Elefant. Oh, das Ding. Ja, jetzt ein Burn. Burn wäre absolut geil. Jetzt ein Burn. Das wäre absolut geil. Das ist gar kein Damage. Schade. Ist das ein AV-Set vielleicht? Kaparaja, AV. Ja, kommt hin. Müsste AV sein. So, was holen wir da rein? Gar nichts. Aber der geht doch jetzt nicht für den Stahl-Move, oder? Doch, kann er. Das hat halt no drawback. Der Stahl-Move macht auch 76 bis 78 gegen uns. Je nachdem, was er ist. Er kann auch genauso gut auf Earthquake drücken. Das Ding ist ein dickes Problem. Ich glaube, wir müssen in Sumpex gehen. Glaube ich tatsächlich auch. Wir haben keine andere Wahl, die vernünftig wäre. Weil er am wenigsten. Das Situal macht dem Jungen halt kein Damage. Am wenigsten kommt jetzt der Grass Move. Ja, das stimmt. Also, wenn er den jetzt drückt, dann. Okay, Heavy Slam. Ja, da ist der Rambos. Uff, war das ein Crit? Schlecht. Nee. Ja, okay, das Ding wiegt keine Ahnung wie viel. Ja, das ist Max Attack Element. Killen wir den mit einem EQ? Wir killen den mit Earthquake, das heißt, wir Flip-Turn. Der wird jetzt rausgehen. Es sei denn, er ist Max Init, dann kann er schneller sein als. Nee, er muss Adamant sein. Er ist definitiv langsamer als wir. Das heißt, er wird nie und nimmer drin bleiben. Wenn er Blattgeisel drückt? Wenn er drin bleibt, drückt er Blattgeisel und dann gehen wir einfach in Resist. Das ist okay. Er kann nicht drin bleiben eigentlich. Doch, er drückt Blattgeisel. Krass, okay. Ja, scheiße, hätte man killen können. Ja, okay, dann kommt jetzt Togekiss, oder? Ja, gut, Togekiss macht halt nichts gegen ihn. Aber dann, wenn wir hier reingehen, verlieren wir den Sash. Alternativ. Das ist scheiße, ja. Alternativ zurück in Slowking. Und Repeat. Wieder Scalden. Ja,
Ja, genau. Dummerweise ist er schneller als Snowking. Ha! Ja, Power ja, kommt. Da ist die Blattgeißel. Wie gesagt, der ist Assault Vest und Adamant. Das Ding ist, er wird doch jetzt halt auch Earthquake drücken können. Also ich glaube, dass er halt jetzt wieder für Rambos geht, außer er predicted wieder Sumpex. Und geht zweimal für Blattgeißel. Aber macht uns das was. Wir tanken und sind schneller, das, aber dann geht er raus. Dann wird er rausgehen, ja. Ach, scheiß, wir hätten einfach EQ drücken müssen. Fuck. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwas riskieren. Ja, und ich glaube, dieser jemand ist Swampert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal auf Power Whip drückt. Und selbst wenn, kann es missen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er drin bleibt. Ah, er ist Max Init Adamant und hat nicht mit unserem Speed Creep gerechnet. Okay, jetzt geht. Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, jetzt kommt hier Dings rein. Download. Download. Aber er kriegt okay, nur einen Angriffsboost. Einen Angriffsboost kann er haben. Wollen wir das Vieh toxen? Warte, der höchstwahrscheinlich geht auch jetzt auf Trick Room. Oder hat Porygon Pflanzenmove? Nicht, dass ich wüsste. Also die Entwicklungen haben keinen. Solarstrahl hätte er. Wenn er Solarstrahl spielt, dann gute Nacht, Alter. Ich würde tatsächlich jetzt erstmal auf Staffrock gehen. Ja, dann rocken wir. Weil das Wahrscheinlichste, was er macht, ist Trick Room. Wahrscheinlich. Oder Teleporten. Und ich meine, das Ding zu Toxiken, ich sehe das nicht als so großes Problem an, um ehrlich zu sein. Ich kenne die Werte halt von dem gar nicht mit Evolution. Die sind nahe Null. Okay. Also wenn jetzt... Wenn jetzt Energiegraus Solarstrahl kommt... Dann muss ich ganz dringend kurz. Ja, da ist der Bezauberraum. Gut. Jetzt wird er teleporten. Wir müssen eigentlich doch jetzt flip-turnen etwas, dass Patina Raja keinen Kill gibt. Die oder? Sache ist halt, Slowking killt Patina Raja halt nicht. Das stimmt. Aber andersrum werden wir nicht von Patina Raja gekillt. Wenn er EQ drückt... Eine Q tanken wir, aber nicht in Kombination mit einem anderen Move. Wir können jetzt auch theoretisch drin bleiben, einfach mal Erdbeben drücken. Und hoffen, dass er hart switcht. Und dann, er wird teleporten. Aber wenn er dann in Patanaraya geht, gehen wir hart in Slowking und die gehen dann zurück. Und haben dann nur eine Runde Bizarro-Raum. Ja, stimmt, Trick Room stallen, ja. Mal gucken, was das an Damage macht. Ui. Nicht so viel. Der ist halt Max Death. Hippolyt. Ja, da ist der Teleport. Aber wenn jetzt Patina Raja kommt, dann bleibt man doch einfach drin. Und killen das Scheißteil. Ist halt wegen Bizarro-Ram schneller. Ja, aber der nimmt uns ja nicht raus. Doch. Mit der Antibeere. Es ist Patina Raja, Jung. Der killt uns durch die Antibeere fast One-Shot. Der macht 63 Min. Mit der Antibeere. Also wir haben 147 HP, ne? Ja. Yeah. Noch. Das ist 37,5% zu One-Shot. Ne, warte, das ist ohne Attack Investment. Ha! Und die Beere haben wir drauf. Das ist ein garantierter One-Shot. Ja, dann gehen wir raus. Wenn er trifft. Wir müssen jetzt eigentlich in... Dann müssen wir in Slowking. In Slowking gehen. Ja, wenn er jetzt die Q drückt. Das tanken wir. Ein EQ tanken wir. Ja. Hat er gut gemacht. Wie gesagt, ein Tank mehr. So. Ja, wir müssen halt wieder raus. Und ich würde sagen, zurück ins Swamp. Oder, das Situation bringt uns halt überhaupt nichts. Wir müssen halt jetzt den Ding stallen, ohne dass wir halt wirklich aufs Maul kommen. Geht der für Rambos oder geht der nochmal für EQ? Ja, Rambos ist der Safe Play.
Er könnte jetzt theoretisch auch auf Power Whip gehen, aber er will das nicht missen. Also eigentlich ist Power Whip nicht sein Play. Wenn wir Totenkiss gehen. Er wird halt jetzt. Nee, der wird von Rambus gepickt. Das Ding ist wie. Ja, Togekiss ist schon noch wichtiger als Swamp. To be honest. Wenn er jetzt für Blattgeißel geht. Kann er machen, aber zum einen kann er missen, zum anderen. Ja, genau. Ja, aber jetzt sind wir da dran, wo wir irgendwas sacken müssen. Jetzt müssen wir was sacken, genau. Oder? Eine Runde. Er geht jetzt auf Earthquake. Geh in Togekiss. Oder? Weil jetzt kann er früh also, auf Earthquake. Also jetzt kommt kein Rambus auf jeden Fall. Jetzt kommt never ever ein Rambus. Das okay. Wird dumm. Jetzt müssen wir ihn outplayen. So, das Ding ist, wir können mit Togekiss nicht killen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder weg. Ich ja, okay. Perfekt. Okay, aber jetzt sind wir schneller. So. Jetzt sind wir schneller, genau. Das heißt, jetzt wird er eigentlich rauswechseln. Wir können entweder sagen, wir predikten seinen Switch aus und gehen auf Donnerwelle. Oder er drückt einfach Rambus und killt uns. Oder er drückt einfach Rambus und killt uns. Aber auch dann wäre die Donnerwelle nicht so schlecht. Wenn wir Rambus predikten, müssen wir wieder in Swamp gehen. Aber dann holt er wieder Porygon rein, wir können ihn nicht killen und dann haben wir den Salat. An sich sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, dass wir entweder Togekiss hacken oder in Swampert gehen und wieder Flipturn und hoffen, dass er drin bleibt. Ja, wir müssen hier. Ja, diese scheiß Patinerei, Alter. Komm, mach irgendwas, was uns nicht killt. Okay, geht raus. Nicht Porygon. Okay, sehr gut. Krug. Und er spielt ein Bedroher. Oh. Also ist ein Defensiver. Vermutlich, ja. Also von einem ohne Attack Investment würden wir sogar einen Earthquake tanken. Wollen wir Flip-Turn? Könnten wir machen, ja. Wir könnten oder, auch auf Toxic gehen. Oder gehen wir auf Togekiss. Aber da macht man halt wieder kaum was, oder? Ich würd tatsächlich auf Flip-Turn gehen. Ja, Flip-Turn mal. Jetzt sehen wir, ob er Attack Investment hat oder nicht. Wow. Er hat kein Attack Investment. Beziehungsweise nicht genug. Das war die Max-Roll, die er hitten konnte. Das hätte er ohne Bedroher einfach gekillt. Das hätte ihn einfach rausgenommen, Alter. So, warte. Er ist schneller als wir. Doch. Kann er Scarf sein? Nee, Scarf hätte Attack Investment, das kann nicht. Mit Terra. Ja, Kenga oder Terra? Gehen wir in Terrakium und drücken EQ, oder? Weil er switcht ja niemals Dings rein. Tornadus, oder? Ja, in den Nahkampf kann er schon Torn reinsetzen. Ja, oder wir gehen in Kanga und drücken einfach Bodyslam. Das können wir auch machen, das holt allerdings Porygon rein. Aber den killen wir doch, oder? Mit zwei Stück. Ja, aber als nächstes dann. Ich würde tatsächlich eher in Terra. In Terra gehen, ja. Okay, und dann droppen wir ein. Killt nicht Stone Edge? Nee, killt nicht. Nee, Stone Edge wird den nicht killen. Ah! Rukdai, warte gegen Terrakion. Stone Edge 3. Stone Edge kann sogar killen, aber wenn wir die missen, ist scheiße. Ich würde einfach Close Combat drücken jetzt. Nee, vor allem hat der HP Investment, die wird nicht killen. Also ja, Close Combat. Ich hab Bock zu predikten. Das ist unnötig. Das ist absolut unnötig. Wenn er drin bleibt oder die Stone Edge daneben geht, haben wir absolut nichts gewonnen. Ja, okay. Ja. Antikampfbeere, die bringt ihm nichts mehr. Ja, das bringt ja nichts mehr. Also wenn er das jetzt tankt.
Nee, never. Die macht, die Close Combat macht normalerweise 200% Max Roll. Also, da bräuchtest du 3 Bären oder so. Okay, was jetzt? Kommt jetzt, was jetzt kommt Tornadoes Down. Ja, außer er denkt, wir sind Scarf. Ja, dann kommt Max Tornadoes Muskel, auch. Max Muskelmann. Was zum Fick bist du? Oh ja, stimmt. Die das killen wir doch einfach noch. Jetzt, oder? Killen wir den? Warte. Es sei denn, er ist Scarf. Das wäre scheiße. Was? Also ist das Vieh Scarf? Das Vieh wird Scarf sein, also sind wir langsam und er killt uns einfach. Der ist doch nicht Scarf, oder? Ja, mit Aeroas killen wir ihn aber nicht, haben wir gesagt, gell? Ja, mit Aeroas killen wir nicht. Ja, dann müssen also wir müssen raus. Togekiss, oder? Wir können in Togekiss gehen, wir können auch Swampert zacken, aber ich glaube, Togekiss ist besser. Der drückt ja niemals eine Stone Edge. Never. Es sei denn, er glaubt, wir sind Scarf und predicted. Aber wie gesagt, Togekiss sehe ich nicht als so unfassbar wichtig an. Ice Punch. 157 runter. Das ist aber nicht offensiv. Wage ich auch zu bezweifeln. Und wir sind ja safe schneller. Wir sind safe schneller, es sei denn der Scarf, ja. Aber das war mal einfach ein Luftschnitt, oder? Können wir können auch Donnerwellen drücken oder Ruhe orten. Womit gewinnen wir mehr? Wenn er drin bleibt mit Luftschnitt. Er kann ja eigentlich nicht drin bleiben. Ja, dann mit Donnerwelle. Dann gehen wir für Donnerwelle. Das wäre selbst wenn er drin bleibt und noch ein Eishieb drückt, also wir outspeedet werden. Er Eishieb drückt. Nee, geht ja aus. Perfekt. So, was kommt da rein? Hätte ich nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber gut, gehen wir jetzt mal von Roost, oder? Willst du den Trick Room, dem... Ich würde auf Luftschnitt gehen. Ich ja, okay, oder wir, ja, wir flinchen sein. Ja, wir flinchen jetzt sein. Wir müssen seinen Trick Room wegflinchen. Ja. Das sollte jetzt eigentlich. Ach du Scheiße. Ja, okay. Wir brauchen noch einen Flinch. Das ist zwar ekelhaft. Sorry, Flobi. Wir müssen den Trick Room wegflinchen. Jetzt hat er ihn gekriegt. Ja. Fuck. Okay, fuck. Scheiße. Aber jetzt gehen wir für Luftschnitt und nehmen das scheiß Porygon raus, wenn er drin bleibt. Der wird nie wieder ein Por- der, das Porygon ist auch kein Frap mehr. Der wird jetzt raus teleporten. Das heißt, wir können eigentlich einfach Ruheort drücken. Aber dann kriegt er eventuell nochmal einen Trick Room raus. Ja, wobei eigentlich nicht mehr. Der ist paralysiert auf 2 HP und Stealth Rocks liegen. Also, wenn der nochmal einen Trick Room rauskriegt, dann haben wir es aber auch verdient. Greift an. Perfekt. Das darf jetzt nur nicht killen. Perfekt. So. Weil das war so auch mein Hintergedanke. Weil warum sollte er jetzt teleporten? Weil er glaubt, er killt ihn sowieso. Gehen wir nochmal von Roost, oder? Würde ich sagen. Wir haben schon 10 Minuten verbracht. Jetzt wird der Harz. Nee, jetzt geht er auf Teleport. Raus. Wenn der Para frisst, wäre das absolut insane. Schade. Ja, von wegen Paraflinch Set Togekiss. Ja. Jetzt kommt halt Putty. Ja. Aber da können wir jetzt Swampert checken. Ja, haben wir keine andere Wahl. Also 7% Swampert macht halt nichts mehr. Selbst wenn er irgendwie noch die Rocks rausbekommen würde, dann. Ja, und dann können wir eigentlich in Slowking gehen, oder? Und hoffen, dass. Ja, wobei. Ja, haben wir dann noch Trick Room draußen? Wenn es noch eine Runde ist, aber selbst das nützt uns wenig, weil weil wir ihn wahrscheinlich nicht killen. Nee, das ist es nicht. Scheiße, ist jetzt noch eine Runde Trick Room oder nicht? Ja, mindestens eine noch, sonst wär's dran gestanden. Okay. Ja, wir können, also... Oder wir holen wenn jetzt... Wenn wir in die Eule gehen, dann verhindern wir, dass wir Mon verlieren. Oder wir holen jetzt Silvaro rein und gehen für SD. Ja,
Warte, killen wir den dann? Koparaya, angenommen, der ist Max HP, plus 2 Attack. Der Shadow Team macht 35 bis 41, ich weiß nicht, wie low der ist. Und der Leaf Blade macht 39 bis 46, gar was mehr. Das reicht. Aber ja, wir können, aber ich glaube, die Situa ist so der Play. Ich kann dann auch noch schnell gucken, wie viel Trick Room da ist, aber ich glaube, eine noch. Eine, ja. Das ist die letzte Runde. Das heißt, wir gehen jetzt für den SD. Ja, und dann hoffen wir, dass die Laubklinge killt. Wenn die nicht killt, zwei Laubklingen hätten es auch nicht gereicht. Er hat noch Brandstempel, okay. Komm jetzt, Silvaro. Zeig, was du kannst. Hat er eine Prio? Er hat potenziell keine Prio. Er hat Earthquake, er hat... Achso, irgendwo im Team. Ja. Glaube nicht. Oh, komm, jetzt. Leafblade ist der stärkste Move. Komm, boxen um. Sei kein Lappen. Oder er Wenn geht er raus Max sogar. HP ist, macht das 40% Min-Damage. Und das sind um die 40%, was er da hat. Oder er geht sogar raus. Das kann sein. Ein Torn kann gut möglich sein, dass er da switcht jetzt. Aber eigentlich muss er doch mit Sinister, also mit dem Geist-Move brechen. Nein! Als ob. Als fucking ob. Okay, ja, schade. To be fair, hätte Silvaro nicht so viel gemacht noch, weil der wäre einfach in Torn gegangen, wir hätten noch eine plus 2 Shadows bekommen. Als ob das jetzt nicht gekillt hat. Das ist jetzt natürlich belastend. Das muss ja die Min-Rolls der Min-Rolls gewesen sein. Das war Min-Roll des Hasses, sehe ich auch so. Ja gut, aber jetzt gehen wir in Terrakium und claimen... Claim noch einen Kill, da würde ich auch sagen. Oder? Ja, Terrakium ist es doch, oder? Ja. Ja, den wirft er jetzt halt ab. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen für... Du kannst theoretisch... Ja, wobei, Aeroas willst du nicht revealen. Nee, drück einfach auf Nahkampf, das macht auf alles am meisten. Im Fall, dass sich es doch nochmal aufhebt, aus irgendwelchen seltsamen Gründen. Ja. Jetzt Fokusband. Nee. Ach du Scheiße, überlebt er das mit einem oder zwei KP? Ja, wie gesagt, ist nicht so tragisch tatsächlich, weil dann wäre halt Tornadus reingekommen, wir hätten noch einen Shadow Sneak rausgekriegt und dann wäre es halt gestorben. Ja, aber jetzt selbst dann... Was kommt jetzt? Ja, jetzt hat er ein Problem. Was wohl wahrscheinlich wieder. Ja. Und das ist wieder ein Togekiss für uns. Killen wir den jetzt mit Aeroas? Ich habe eben nicht geguckt, was das für ein Set ist, ne? Also... Es kann halt immer noch Scarf sein. Theoretisch. Also ich würde nicht drinbleiben. Ich würde einfach ganz free in Togekiss gehen. Ja, ist der bessere Play. Weil Aeroas, je nachdem wie viel HP-Investment der fährt, wird eng, ob das killt. Beim nächsten Mal können wir das machen, wenn wir uns sicher sind, dass er nicht Scarf ist. Ja, jetzt droppt er. Ja, perfekt. Der wird Scarf sein. Scarf Basswohl. Ja, jetzt können wir Airslash drücken, weil wenn Porygon geopfert wird, ist... Ja, jetzt muss er irgendwas sacken. Airslash ist jetzt komplett free. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt Porygon abgeworfen wird. Ja. Bringt ihm nichts mehr. Wie gesagt, das Ding eben zu killen wäre absolut useless gewesen. Hätten wir nur mehr Turns. Ja, der stirbt sogar ein Steinchen. Ah, ja, Zumpex kriegt einen Kill. Hätten wir sogar roosten können für maximalen Value. Aber naja. Zumpex kriegt einen Kill. Also Togekiss können wir uns aufsparen. Der besiegt Buzzword. Jetzt wird Victini kommen. Ja, muss fast. Wenn er Boreos drückt mit Donnerwelle, oder? Ja, Boreos wird sowas von mit Donnerwelle. Aber eigentlich Victini auch, oder wollen wir? Wir haben keinen Switch-In, nämlich mehr keinen guten. Stimmt. Eigentlich müssen wir alles Donnerwelle. Wir müssen jetzt immer auf Donnerwelle gehen, egal was reinkommt. Ja, Tornadus kommt. Der hat eigentlich nichts gegen uns. Dann müssen wir jetzt Donnerwellen, weil dann killen wir mit Terrakium. Ja, genau.
Vorausgesetzt, wir hitten. Er könnte auch die defoggen jetzt natürlich. Er geht auch für die Flinches. Wir sind hier das Flinch-Set. Yes! Ja, perfekt. Perfekt. So, ich würde das Ding jetzt gerne voll halten. Also jetzt auf Roost drücken, weil dann killt uns ein Deep-Bait nicht. Ich glaube, das wird jetzt so ein ekelhaftes 1v1, weil keiner kann irgendwie groß was reinholen. Ja. Weil, ja, wir müssen mit Airslash rangehen, tatsächlich. Ja. Weil wir haben halt wenig Optionen, weil Terrakium muss halt noch so fit bleiben, dass es einen Hit frisst von Victini, im Zweifel. Kangama will ich nicht reinholen. Kangama wird halt nicht killen, das können wir gleich reinholen, tatsächlich. Und dann halt Rockslide drücken, wenn er in Range ist. Ja, wenn er in Range ist, ja. Der nimmt aber viel. Ja, jetzt kriegen wir die Flinches. Ja, okay. Die Orts sind halt auf unserer Seite, muss man sagen. Gehen ganz wir klar noch rein, oder? Ja. Müssen wir, weil Kangaskhan macht dem Jungen. Ich meine, wir könnten theoretisch auch einen Slowking gehen. Also hätten wir gerade gekonnt. Oh. Huh. Das ist jetzt interessant. Aber der hat nur 4 Turns. Ja, das heißt, wir müssen weiter Luft schnitten. Hätte er das nicht gemacht, hätte ich jetzt gesagt, wir gehen in Torn. Ja. Jetzt kriegt er die Para. Ja. Wollte er mit U-Turn raus wahrscheinlich. Killt nicht. Ja, jetzt mit U-Turn rauszugehen, wäre Para riskieren für nichts. Jetzt würde ich auf Ruheort gehen, um noch eine Runde zu stallen, wa? Wenn ihr jetzt hart rausgeht, bringt es uns nichts, Luftschnitt zu drücken. Stimmt. So viel Damage macht das nicht. Ja. Mit den Rückenwind ausstallen, ja. Ja. Okay, fair. Ja, passt. Sogar eigentlich besser für uns. Und jetzt müssen wir in der letzten Rückenwind-Turn müssen wir ihn killen. Also jetzt nochmal Ruheort und dann Airslash. Wenn er jetzt nicht crittet oder nochmal flincht. Und jetzt Airslash, weil das ist jetzt die letzte Rückenwind-Turn, ne? Nein, war schon. Ja, perfekt. Ja, wir sind ja schneller. Also, das heißt, wir können jetzt. Das meinte ich. Ja. War ein netter Versuch, aber nee. Ja, das heißt, wir kommen leider nicht voll aus dem Matchup raus. Das heißt, Victini wird uns jetzt wahrscheinlich killen können. Je nachdem, was er für ein Set ist. Aber dann sage ich dir, dann gehen wir in. Dann zacken wir Slowking. Weil Dings gewinnt, Togekiss gewinnt uns das gegen Buzzwole. Ja, würde ich auch sagen. Und er hat keine Boots, das heißt, wir sacken Slowking, genau. Und können dann halt in Kanga gehen eigentlich, weil er kriegt den Drop. Ja, dann gehen wir in Kangama, ja. Jetzt sacken wir Slowking und dann gehen wir in Kangama. Was war sein letztes Mal in Buzzwole? Buzzwole, er hat noch Victini und Buzzwole. Ja, wir können dann halt Blitzschlag. Ja, okay. Je nachdem, was er für ein Set ist. Ah, wir leben sogar noch. Er ist nicht beendet. Der wird Scarf sein. Scarf oder AV. Ja, jetzt gehe ich halt für ein Scald, oder? Ja, sack das Ding, das passt schon. Wenn er im Bosswall irgendwie geht, dann. Nee, er ist nicht gechoiced. What the fuck? AV? Was ist er? Keine Ahnung, aber dann gehen wir in Terra. Er hat keine Boots. Ja, dann gehen wir in Terra. Und dann droppen wir aber einen EQ, oder? Ja, das killt auf jeden Fall und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock zu missen. Wenn wir die Stone Edge missen, wird es nochmal problematisch werden. Ja, das Ding ist, wir werden halt am Ende noch einen Mon für einen 100%igen Win sacken müssen. Wir drücken jetzt auf EQ. Er wird jetzt wahrscheinlich in Buzzwole gehen. Ja, schade. Ja gut, aber dann revealen wir jetzt. Nee, der wird. Jetzt bin ich mir 100%ig sicher, dass Buzzwole Scarf ist, wa? Weil wenn Victini nicht Scarf ist, Tornadus war nicht Scarf. Buzzwole wird Scarf sein. Aber das ist geil.
kein Damage. Dann wäre doch Stone Edge, wäre es vielleicht doch gewesen. Ja, dann gehen wir jetzt wieder raus und gehen. Ja, dann gehen wir jetzt halt den Toge Kiss. Toge. Der muss Scarf sein. Aber also jetzt mal ganz im Ernst. Ja, kann ich mir auch jetzt nicht anders vorstellen. Er muss halt jetzt eigentlich für Eis packen. Er ist nicht? Was? Oder ist der Scarf Ruheort? Dann wird er jetzt rausgehen. Ja, aber wir gehen ja muss jetzt. Er, muss er sowieso. Gehen wir jetzt für Donnerwelle, oder? Jetzt gehen wir für Donnerwelle, genau. Und Repeat. Hey, verstehe ich nicht, Digga. Also verstehe ich wirklich nicht. Oder er hat's gut geblufft. Nee, also er ist nicht Scarf, krass. Ja, okay, dann müssen wir den nur noch anhitten. Er hat's gut geblufft. Ja. Ja, aber jetzt gut. Können wir halt auf erst. Nein! Geil, warum werde ich in jeder Season mindestens einmal gespielt? Ja gut, Egal, geh auf Luststelt. Vielleicht hauen wir ja auf, bitte. Das wäre mal cool. Nein. Tun wir nicht. Vielleicht kriegt er die Fullpower. Ja, er schreibt noch, bitte keine Hex. Und hier, Para, Flinches, Freezes. Ja, komm mal. Komm. Bitte nochmal. Komm, ja. Denk mir, komm. Shit. Bruh, scheiße. Fuck. Okay, das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt tatsächlich nicht so geil für uns. Kommt er auf Def, okay? Oh, shit. Er ist echt bulky as fuck. Das ist scheiße. Jetzt scheiße. Ich glaube, wir haben verloren. Wir haben fucking verloren. Es sei denn, wir kriegen ja, extreme. Ich denke, wir müssen in Terra und Aeroas drücken bis zum Umfallen. Ja. Das Ding ist, sowohl Kanga als auch Terra gewinnt gegen Victini. Ja. Von daher ist es egal. Wir müssen halt irgendwie dieses scheiß Boss wohl killen. Jetzt spielt er noch Anti-Flugbeere. Das kann fucking sein. Ja, egal. Aeroas ist trotzdem unser Play. Komm, kritte den Jungen einfach. Oder Fullpara. Oder er hat keinen Kampfmove. Ja, Anti-Flugbeere. Dann hätte er aber auch Togekiss nicht gekillt. Dann hätte auch Togekiss nicht gekillt, ne? Alter, aber der Next. Komm, das war ein Crit. Para, Scheißdreck, Alter. Das darf nicht wahr sein. Ja, der Freeze war's jetzt. Jetzt war's dieser fucking Freeze wahrscheinlich. Das darf es nicht sein. Warte, ich guck mal. Victini ist auf 50% gleich, ne? Ja. Aber er geht auf plus 2 Def. Wir können Body Slam spammen. Und da halt auf Crits und Full Paras hoffen. Wir müssen nicht auf Rockside gehen. Wenn wir jetzt den irgendwie nicht killen, dann verlieren wir wegen dem Freeze. Ja, wir werden verlieren. In Close Combat wir killen. Wie gesagt, wir gewinnen jetzt nur mit ein paar. Entweder mit Crit, mit Flinches. Nicht mit Flinches, mit. Das macht halt gar nichts. Ja, nee, wir haben verloren. Ja. Das darf nicht wahr sein, Alter. Oh. Das darf nicht wahr sein. Wir hatten das Game in der Hand bis zu dem Freeze. Ja, das Ärgerliche ist. Also war das Ärgerliche ist, hätten wir einfach auf gegen Buzzwall auf Aero ausgedrückt. Klar hätten wir nicht gekillt, er hätte uns rausgenommen, fair. Aber dann wären wir in Kangama gegangen, hätten ihn gekillt oder halt in Togekiss, hätten ihn gekillt, fertig. Ja, wir haben uns von dem. Aber ich sag dir. Wäre das Buzzwolt Scarf halt nur. Nee, scheiße. Wenn was Buzzwolt Scarf gewesen wäre, hätten wir auch drin bleiben können, zacken können. Der hat's halt richtig gut. Der hat den Scarf halt einfach richtig gut geblufft. Das Ding ist im Nachhinein. Angenommen, er ist Scarf. Wir sind in Terra. Selbst wenn er uns killt, who fucking cares? Er ist gescarft in Close Combat und wir haben Togekiss. Ja. Ja, aber er ist immer rein wegen der Anti-Flugbeere. Ja, das macht fucking Sinn. Aber ich hatte die auch nicht. Ich hatte die nicht auf dem Schirm, das war halt schlecht. Ja, fucking ärgerlich, Alter. Fucking ärgerlich. Ja, aber ich meine, selbst wenn. Wir hätten es besser spielen können, aber selbst wenn, der Freeze hat es halt entschieden.
Ja, der Freeze into zwei Turns Freeze war halt derbe belastend. Weil der erste mit Anti-Flugbeere tankt da, er killt uns nicht mit dem zweiten Ice Punch. Und wir nehmen ihn halt trotzdem raus. Ja. Ja, was willst du machen? Das ist Mons. Das ist belastend. So ist es. Sicheres oder fast gut gespieltes Game, noch 2-0 verloren, so läuft's halt manchmal. Die Hacks waren real auf jeden Fall. Ja. Ja, in dem Fall beenden wir das Video für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Spieltag wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Und ciao. Ciao.